makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there. Yo Leute, was gab's? Jobs hier, Backcom Start Station. Herzlich willkommen zum weiteren Gamecom Chill hier auf meiner Anonymous Kante. Und erstmal, bevor wir zum Game kommen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen, und ein Like und einen Kommentar. Natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat. Und das Gameplay ist ein 4 auf Penta Nuklear mit der World's Fastest Triple Nuklear. Normal ein 4 auf Penta ist ja schon übelst krass, kann niemand was sagen. Und dann noch mit der World's Fastest Triple Nuklear unter 5 Minuten. Ich glaube 4:59. Ist auf jeden Fall mega krass. Gameplay ist meiner Meinung nach das beste Black Ops 2 Gameplay oder eins der besten Black Ops 2 Gameplays, was es im Moment gibt. Und schaut auf jeden Fall bei Gameplay Boost vorbei, das ist der Gameplay-Spieler. Er ist kurz vor seinen 700 Abonnenten, also schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und hilft ihm zu seinen 700 Abonnenten. Und ja, Jungs. Und ich war jetzt eigentlich auch schon wieder länger nicht am Start, also 3 Wochen oder so. Das ist eigentlich relativ lang für mich. Und deswegen bin ich ein bisschen aus dem Kommentieren rausgekommen, weil ich habe auch keine eigenen Videos für meinen Channel oder so gemacht. Aber ich denke auf jeden Fall, es wird noch klar gehen. Und auf jeden Fall Entschuldigung auch, dass 5 Tage oder so jetzt kein Video kam oder 4 Tage. Aber zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe mich relativ wenig dann um Uploads gekümmert, weil Bundesliga hat wieder angefangen und so weiter. Das schaut man dann natürlich, wenn man es kann, also wenn man es geil hat, wie zum Beispiel ich. Und könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Fußball jetzt, also die Bundesliga, wieder aktiv verfolgt und auch die Champions League. Zum Beispiel ich bin ja Gladbach-Fan und die Gruppe von Gladbach ist eigentlich mega heftig. Mit Barcelona, Man City und dann auch Celtic Glasgow. Also ich finde es mega geil, dass jetzt zum Beispiel Barcelona in der Gruppe ist, weil klar hat man wahrscheinlich dann keine Chance gegen die, aber einfach so, dass man mal spielt gegen die und auch mal sieht, wie man sich gegen eigentlich die beste Mannschaft der Welt repräsentiert, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer euer Champions League Favorit dieses Jahr ist, weil meiner ist eigentlich Barcelona oder vielleicht auch Man City mit Guardiola oder natürlich Bayern. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, und welcher Fan ihr von der Bundesliga seid und ob ihr die Bundesliga verfolgt. Und wie ihr schon merkt, habe ich heute relativ gar kein Thema am Start, deswegen glaube ich einfach so ein bisschen Freestyle über ein paar Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob Black Ops 3 für euch noch Spaß macht. Also keine Ahnung, wir zocken eigentlich nur noch Private, also die meisten von uns, so Crystal, Mumbo, ich, Aimstar und so weiter. Wir spielen eigentlich nur noch Private oder halt ich und Luca spielen oft noch GBs. Und keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch noch Public bockt, weil keine Ahnung, wenn kein Nuketown ist, ist irgendwie übelst langweilig. Und vielleicht kommt ja nächstes Wochenende nochmal Nuketown, weil ich zum Beispiel, oder alle aus Baden-Württemberg und so weiter, haben ja noch Ferien, die in NRW haben wir ja wieder Schule, aber wäre halt nochmal nice, Ferienabschied, nochmal ein bisschen Nuketown suchten, wenn es um Zocken geht. Ich freue mich auch übelst auf Infinite Warfare, weil in den meisten Spielen von Infinite Ward gab es halt auch Spezialistenbonus, und das ist meiner Meinung nach das Geilste, was es gibt in Call of Duty. Ich feiere das 1000-mal mehr als den Reset oder Hater, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, Spezi-Bonus oder Orbi halt. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, also alles, was euch zu dem Kommentar hier einfällt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ich werde auch, denke ich, auf jeden Kommentar antworten, wo darauf bezogen ist. Und wie gesagt, ich freue mich einfach übelst auf Infinite Warfare. Ich hoffe auch, dass der Aim-Assist und so weiter nicht so stark ist in dem Spiel wie in Black Ops 3, dass auch wieder ein bisschen auf Skill ankommt, und ohne Hater kann ja sowieso nicht jeder spielen. Deswegen wird es, denke ich, mal wieder ein bisschen spannender, was die Gameplays angeht. In knapp 1,5 Monaten steht ja auch Battlefield 1 vor der Tür, und ich freue mich übelst auf das Spiel, weil das Spiel ist einfach übelst krass, was die Alpha gezeigt hat oder auch die Trailer. Alles sieht einfach mega heftig aus. Mal gucken, ob es vom Spielen her dann auch so krass ist. Und wie gesagt, ich freue mich mega aufs Spiel. Ich freue mich auf das Spiel genauso wie auf Infinite Warfare. Auf FIFA freue ich mich natürlich auch, weil FIFA 16 wird jetzt auch langsam langweilig, immer das Gleiche und auch immer dieselbe Grafik und weiter. Die Grafik soll ja auch übelst krass gestiegen sein. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, auf welche Spiele ihr euch am meisten noch dieses Jahr freut oder auch nächstes Jahr am Anfang halt. Und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, es soll es dann auch wieder von dem Video heute gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein Like und Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, und auch natürlich ein Abo. Und ich wollte mich auch nochmal für 4400 Abonnenten bedanken. Auf jeden Fall Road to 5K wird langsam angestrebt. Könnt ihr auch mal in die Kommentare noch schreiben, was ihr vielleicht als 5K-Special sehen wollt. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommt hier nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Hopp da rein. Still checking in the place, still go. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about sound late thoughts on the river. Move back, nigga. Move back, nigga.
Jordan, that's wack ass bitch, nigga. I come packed with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stats in the place that show. A lot of niggas tell me that they never really own. Track, track to the place, back, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker.